Wir sind zurück auf dem Biolandhof Breitsameter südöstlich von Augsburg in Bayern. Im ersten Teil haben wir euch unter anderem die Gärrest- und Mistausbringung vorgestellt. Im zweiten Teil geht es nun weiter mit der Aussaat sowie der Bestandespflege. Und wir werfen einen Blick auf die moderne Biolegehennenhaltung. Die mechanische Bestandespflege ist für biologisch wirtschaftende Agrarbetriebe eine der zeitintensivsten, aber wohl auch wichtigsten Feldarbeiten. Sobald die Vegetation im Frühjahr wieder in Fahrt kommt, buhlt neben dem Winterweizen auch das Unkraut um Licht und Nährstoffe. Mit diesem Durchgang Ende April will Johannes Breitsameter aber nicht nur das unerwünschte Unkraut dezimieren, sondern auch die Bestockung anregen und Bodenverkrustungen lockern. Angelegt werden die Kulturen in der Regel mit einer 6 Meter breiten Fahrgasse. In der Front arbeitet man mit einem 6 Meter Hackgerät von Schmotzer. Damit wird vor allem der Bereich zwischen den Pflanzenreihen bearbeitet. Der im Heck angebaute Trefflerstriegel ist 12 Meter breit. Somit wird der Bestand auf der Hin- und auf der Rückfahrt doppelt bearbeitet. Die Idee dahinter ist es, die Striegelzinken etwas aggressiver einstellen zu können, denn mit der zweiten Überfahrt werden die Pflänzchen buchstäblich wieder zurückgekämmt. Der Fendt-Geräteträger ist Baujahr 2003 und hat gut 10.000 Betriebsstunden auf dem Zähler. Gefahren wird nach Augenmaß. In der Praxis sieht es allerdings so aus, dass der Winterweizen gut verwurzelt ist und die abgesenkte Schmotzerhacke in der Front den Schlepper ganz gut in der Spur hält. Fungizidmaßnahmen führen die Breitsameters übrigens keine durch. Durch den Reihenabstand von 25 cm sowie qualitativ hochwertigem Saatgut hält sich der Fungizidbefall im Rahmen. Schon seit mehr als 150 Jahren bewirtschaften Breitsameters die Flächen des Agrarbetriebs in der Gemeinde Dasing. Rund um das Jahr 2000 stellte man den Betrieb auf Bio um und entschied sich für den Einstieg in die Bio-Legehennenhaltung. In 5 Ställen werden je 3000 Tiere gehalten. 4 Quadratmeter Grünauslauf stehen jedem Tier zur Verfügung. Die Umstrukturierung des Agrarbetriebs war wohl überlegt und erfolgte strategisch und betriebswirtschaftlich bekömmlich für den Betrieb und die Familie. So lieferte man in den ersten Jahren die Eier an eine externe Packstation und begann Erfahrungen in Sachen Vermarktung zu sammeln. Als sich herauskristallisierte, dass Sohn Kilian und auch Tochter Hanna in die Betriebsnachfolge einsteigen würden, investierte man in eine eigene moderne Packstation, um Wertschöpfung im Betrieb zu halten. Über Transportbänder gelangen die Eier aus den Ställen zur Packstation. Zunächst erfolgt dann eine Eingangsqualitätskontrolle auf Schmutz und Bruch, bevor der sogenannte Farmpacker 180er Steigen zusammenstellt. Im Anschluss werden Chargennummern erstellt und die Eier in der Warenwirtschaft erfasst. Es folgen 2 weitere Qualitätskontrollen. Hanna, die Geschäftsführerin des Vermarktungsbetriebs, arbeitet hier gerade in der Lichtkabine. Durch das Gegenlicht erkennt sie Haarrisse und feine Sprünge. Als nächstes wird jedes Ei gewogen, einer Gewichtsklasse zugeordnet und erhält einen aufgedruckten Erzeugercode. Hannas Mutter Gitte ist ebenfalls hauptsächlich in der Packstation tätig. Prozent der Eier werden an den Lebensmitteleinzelhandel sowie Bio- und Feinkostläden geliefert. In der Regel in 6er- oder 10er-Kartons. Einige Händler verwenden dabei Eigenmarken. Einen Teil der Kartons ziert jedoch das Logo des Biolandhof Breitsameter. Die Preise werden mit den großen Händlern einmal im Jahr verhandelt. Die Bio-Ei-Packstelle zählt zu den größten in Süddeutschland, hat eine Kapazität von 30.000 Eiern pro Stunde und wird derzeit 3 Tage pro Woche ausgelastet. Für zukünftige Erweiterungen des Biolandhofs besteht also noch Potenzial. Auch von 11 Partnerbetrieben werden die Eier verpackt und vermarktet.
zurück aufs Feld und zu Kilian, der mit der Aussaat beschäftigt ist. 90% des Futters für die Legehennen wird auf den eigenen Flächen produziert. Das sichert eine hohe Qualität bei den Futterkomponenten, wie beispielsweise Soja, das bereits seit 18 Jahren angebaut wird. Zwischen Ende April und Mitte Mai sollte die Aussaat über die Bühne gebracht werden, da die rechtzeitige Abreife im Spätsommer sonst gefährdet wäre. Gesät werden mit einem Reihenabstand von 50 cm rund 650.000 Körner auf den Hektar. Vor dem Soja steht über den Herbst und Winter in der Regel eine winterharte Zwischenfrucht, die wenn möglich im Frühjahr von Schafen beweidet und im Anschluss mit dem Grubber umgebrochen wird. Traditionell gepflügt wird nur noch selten. Bevorzugt eingesetzt wird eher ein Schälpflug, mit dem man lediglich auf 15 cm Tiefe lockert. Der Fendt 310 Vario ist auf dem Betrieb Breitsameter für die Aussaat und die Pflegearbeiten eingeplant. Aus Kompatibilitätsgründen mit den anderen Traktoren nutzt man ein Spurführungssystem von John Deere. Der Empfänger und der Monitor kommen im Sommer und Herbst auf dem Mähdrescher zur Verwendung. Innerhalb weniger Minuten sind die 15.000 Euro teuren Bauteile schließlich getauscht. Rund 230 Hektar macht die Kuhn Einzelkornsämaschine pro Saison. Dabei werden Mais und Soja auf dem eigenen Betrieb sowie einige Hektar im Lohn für umliegende Landwirte ausgesät. Die Güttler-Walze im Frontanbau ist dabei eigentlich immer in Verwendung. Nur wenige Wochen später ist das Soja bereits aufgelaufen und damit beginnt auch hier der Kampf gegen unerwünschte Beikräuter. In diesem Fall sehen wir ein Hackgerät mit Kamerasteuerung. Optisch werden die Reihen erkannt und der Rahmen des Anbaugeräts hydraulisch verschoben, um möglichst keine Schäden an den jungen Sojapflanzen zu verursachen. Mit den Fingerhackeinheiten lässt sich auch Unkraut aus der Reihe entfernen. Hier bei den Reihenkulturen ist es vor allem die Melde, die Probleme bereitet. Im Getreide ist es eher das Kletten-Labkraut. Obwohl der Biolandhof Breitsameter primär erstmal keine Verwendung für Kleegras hat, so spielt das frische Grün für den erfolgreichen Feldbau doch eine wichtige Rolle. Denn mit Kleegras wertet man die Fruchtfolge auf und fördert den Humusaufbau. Außerdem kooperiert man bereits seit Jahren mit dem Biobetrieb Bichler, der eine Biogasanlage betreibt und hier die Kleegrasernte verwertet. Die Gärreste mit den entsprechenden Nährstoffen werden für die Düngung der Felder an den Betrieb Breitsameter zurückgeliefert. Eine solide Kreislaufwirtschaft, bei der auch Maschinen zwischen den Betrieben optimal eingesetzt werden. Die Mäharbeit übernimmt hier beispielsweise der Betrieb Bichler mit einer 9 Meter Mähkombination. Zum Schutz von Wild, insbesondere Rehkitzen, ist ein akustischer Tongeber montiert. Wie es auf dem Biolandhof im Jahresverlauf weitergeht und wie die Erntearbeiten ablaufen, das zeigen wir euch in der Fortsetzung dieser YouTube-Kurzfilmreihe. Spannende, kommentierte Agrardokus mit vielen Hintergrundinfos aus der Welt der Landwirtschaft und Landtechnik findet ihr neben unserem YouTube-Kanal, aber auch auf farmworld.tv. Genau wie dem Biolandhof Breitsameter könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen. Abonniert unseren YouTube-Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.